Wir haben heute einen völlig verrückten neuen Trick in Showdown, mit dem man sogar Rang 35 pushen kann. Wie der Trick funktioniert und ob er wirklich zu empfehlen ist, erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Okay, unsere Charlie ist gerade auf 999 Trophäen, deswegen wäre es natürlich auch sehr krass, wenn das Ganze klappen würde. Also, als allererstes, Charlie ganz wichtig. Ihr müsst dieses Gadget auswählen, denn damit können wir uns healen und bekommen unsere Trefferpunkte auch wieder zurück. Also ziemlich praktisch. Ich habe jetzt mal Schaden genommen, das ist nicht so wichtig. Der Rest Schild ist vor allem wichtig als Gear. Wir müssen halt auf maximales Leben setzen. Ganz wichtig noch, bei Charlie braucht ihr das Plus 1 Gear für ein extra Gadget, das ihr viermal euren Kokor einsetzen könnt. Also Schild und plus 1 Gadget bei Charlie. Und euer Teammate muss dann Miko nehmen. Wichtig ist auch wieder Schild, natürlich für maximales Leben. Ich habe jetzt hier mal Damage ausgewählt, weil Damage einfach stark ist. Wie gesagt, aber es ist nur das Leben relevant vor allem. Star Power würde ich empfehlen, braucht ihr nicht unbedingt, aber habe ich jetzt mal hier Smash Head genommen, die zweite. Dann könnt ihr nämlich schneller Kisten farmen. Gadget ist wieder ja, relativ egal eigentlich. Okay, und damit geht's los. Okay, Schritt Nummer 1. Ihr müsst einfach so schnell es geht viele Kisten holen. Dafür ist natürlich gerade die Star Power von Miku unfassbar stark. Macht dann nochmal doppelten Damage. Ihr seht, es geht extremst schnell hier, genau. Haben wir schon 3 Cubes. Und dann habt ihr eben eine super Ausgangslage, gerade natürlich, um die Gegner abzuschrecken und natürlich möglichst lange hier zu überleben. Das ist hier einfach das Ziel. Wichtig bei Charlie, setzt auf gar keinen Fall eure Gadgets ein, denn wir brauchen ja nicht nur das Plus 1, ne, mit dem Plus 1, ihr alle 4 Gadgets am Ende. Das heißt, haut eure Gadgets auf gar keinen Fall bei Charlie raus. So, und jetzt heißt es eben einfach nur überleben, solange es geht, bis die Zone an einen bestimmten Punkt kommt. Falls ihr natürlich sowieso extrem viele Cubes habt und die Runde super läuft, könnt ihr die Runde auch normal zu Ende spielen und schon mal so gewinnen. Wichtig ist auch, dass Miko seine Ulti aufladen muss. Also ich habe jetzt die 4 Gadgets, wir haben Mikos Ulti und jetzt wird es sehr krass. Die Zone muss noch ein bisschen am besten rankommen, würde ich sagen, und dann sollte der Trick funktionieren. Okay, ich muss mich jetzt umbringen und dann schaut auf den Timer. Wenn noch etwa 5 Sekunden, also 5 bis 6 Sekunden drauf sind, muss euer Mate, also Miko in dem Fall einfach in die Giftwolken jumpen und dann heißt es, solange es geht, überleben. Jetzt 5 Sekunden, jetzt geht's rein in die Giftwolken. Okay, auf geht's. So, ich muss jetzt hier die Cube so schnell es geht aufnehmen und genau, Miko ist down und jetzt geht's los. Ich drücke direkt das erste Gadget so schnell es geht. Ich habe noch ein weiteres Gadget übrig. Ich muss direkt das Gadget nutzen, sobald ich es wieder kann. Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt. Nee, habe ich nicht. Sehr gut. So, und jetzt müsste es eigentlich von der Zeit ausreichen. Genau, dass Miko jetzt hier nämlich wieder respawnt. So, und der hat seine Ulti. Die Ulti relativ spät drücken, am besten nicht zu spät. Ansonsten stirbt er nämlich direkt wieder. So, das sehen wir jetzt hier. So, zack, genau, Ulti gut getimed, hat genau gepasst. Und es müsste eigentlich ausreichen. Der müsste sich, glaube ich, auch wieder healen in der Zeit. 3, 2, 1. Der erste Mate ist hier schon down. Eine Sekunde. So, und jetzt seht ihr hier ganz kurz, was nämlich mit den Gegnern passiert. So, und hier hatten wir die Gegner gelassen. Es war schon sogar sehr, sehr spät, fairerweise. Also macht das am besten ein bisschen früher. Aber ihr seht, genauso sieht es dann aus. Die Gegner sind im Poison gefangen. Wir machen hier außen an unseren Trick. Und das Ding ist, ich hätte ja nochmal 2 Gadgets gehabt. Und Miko hätte ja danach nochmal überlebt. Also wir hätten das Ganze locker noch 30 Sekunden durchziehen können. Müsst ihr euch überlegen. Und die Gegner, bei den Gegnern wird es hier schon langsam eng. So, hier oben geht's weiter. Ne, das ist in der Zeit passiert. Er ist wieder gerespawnt. Setzt jetzt hier die Ulti ein und der Poison ist in der Zeit schon fast bei den Gegnern angekommen. Es ist wirklich absolut krass. Also wir haben es sogar noch zu spät gemacht. Also ihr könnt das noch früher einsetzen. Wir hätten noch 2 Wellen überstehen können und die Gegner sterben in der Mitte schon vom Poison. Und damit gewinnt ihr die Runde. Es ist total krank. Okay, ich bin jetzt eine Trophäe von den 1000. Wir werden das jetzt probieren. Also entweder wir können einen Trick anwenden oder, was halt auch geil ist, wenn wir sowieso vorne liegen, müssen wir den Trick gar nicht erst probieren, sondern haben den safen Win. Und das ist der Hintergrundgedanke. Okay, auf geht's. Wir sind auf fast 1000 Trophäen, müssen so schnell es geht versuchen, die Kisten zu kriegen. Das Wichtige ist jetzt, wie gesagt, das Ganze ist nur die Absicherung. Das heißt natürlich, müsst ihr trotzdem weiterhin noch richtig Showdown spielen. Also ich muss ehrlich sagen, der Trick wirkt schon mal echt schwierig und ist nur für Pros vor allem geeignet. Das heißt aber in schlechten Runden, wo es eben nicht so gut laufen könnte oder würde, müsst ihr wirklich einfach nur überleben und könnt euch so dann eben trotzdem einen guten Platz sichern. Das ist eben das, was sehr krass ist. Das Schwierige ist halt wirklich nur für den anderen Miko, dass er erst einmal die Ulti brauchen. Das ist halt irgendwie gar nicht mal so leicht, wie man sich es vielleicht vorstellt. Okay, interessanter Play jetzt hier vom Stu. Können wir eigentlich weghalten. So, die Runde zum Beispiel, ich würde sagen, sie läuft okay, könnte besser laufen, aber es könnte jetzt zum Beispiel so eine Runde werden, weil jetzt es interessant wird, ob wir natürlich diesen Trick jetzt hier anwenden. So, wir haben jetzt hier 3 Cubes im Start, Gegner haben 7, wo kommt der denn jetzt her? Hä? Okay, Miko versucht sich jetzt hier Stück für Stück natürlich die Ulti aufzuladen, ansonsten geht das Ganze natürlich nicht. Wir sind Top 3, wenn er jetzt die Ulti kriegen würde, wäre es bestimmt ein safer Win für uns. Das ist halt so schwierig, weil die ausweichen, jetzt hast du die Ulti, ich bring mich schnell um, vielleicht... Ja, wobei, ist jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, du kannst es überleben. Ich bringe mich jetzt um. Wenn das jetzt wirklich klappt, wäre krass. Du musst es halt noch überleben, bis ich in den Poison, ne? Du hast es noch... Oh mein Gott. Es versuchen sich halt zu kriegen. Oh mein Gott. 10 Sekunden.
Mach die Ulti. Ah, nee. Keine Chance, schade. Okay, jetzt schauen wir, wie die Pros das machen. Ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also, Platz 1 in Deutschland gerade. Ich weiß auch nicht, der andere Platz 1. Ich glaube, der ändert seine Location irgendwie. Dauert egal. Snake ist jetzt wieder Platz 1 auf jeden Fall. Eindeutig hier in Deutschland. Ihr kennt ihn ja wahrscheinlich. Der hat hier seinen Miku gerade auf 1270, also auf Überrang von Mon 30. Und ja, so läuft das jetzt. Okay, die Runde geht los. Ein sehr stressiges Game soll das auch sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Also, schon erklärt. Als erstes ist es erstmal wichtig, so viele Cubes es geht aufzuladen, mitzunehmen. Einfach richtig spielen halt natürlich. Und die Ulti für Miku zu kriegen. Das ist schon mal gar nicht so leicht, dass sie die Ulti für Miku haben. Das habt ihr auch schon teilweise gesehen. Er haut jetzt hier zum Beispiel auch seine... Ah, er muss hier zum Beispiel seine Ulti raushauen, obwohl er eben wusste, dass er die Ulti später braucht. Das heißt, oh Gott... Das wird ein richtig stressiges Game. Also ihr seht, der Trick ist irgendwie interessant, aber ich finde es, es ist jetzt nicht irgendwie, dass es so No-Skill wirkt. Es ist halt verdammt schwierig. Man muss auch alles genau timen. Man braucht die Ulti mit Miku und alles. Okay, so, was macht er jetzt hier? Er haut die Hits raus. Nicht vergessen, die spielen hier auf Rang 35 Niveau. Auch schon ein bisschen Luck dabei, ne? Aber normalerweise wäre die Runde einfach eh verloren gewesen. Ne? Die haben halt einfach ganz normal gespielt jetzt für so einen Zeitpunkt. Aber sie wissen, diese Runde würden sie normalerweise niemals gewinnen können ohne den Trick jetzt. Und das ist ja das Krasse. Das ist ja richtig das Krasse. So, Miku hat immer noch nicht seine Ulti. Er muss die Ulti aufladen, das wissen sie. Ansonsten wird das nichts mit dem Trick. Snake probiert hier alles, dodgt Frank und hat sich jetzt hier die Ulti geholt. So, was ein heftiges Game. So, jetzt wird's übel spannend. Der Poison ist schon da. Die Charlie kann sich... Jetzt ist sie jetzt schon umbringen, ist die Frage. Sie kann sich eigentlich langsam schon fast umbringen gehen, oder? 4 Sekunden. Es ist echt so dumm, dass sowas klappt, ne? So, 4 Sekunden. Sie bringt sich jetzt um. Sie wissen genau, es wird klappen. So, Miku darf aber erst in den letzten 5 Sekunden in den Poison. Hypercharge, gute Idee. Es ist halt auch kranker Skill trotzdem, jetzt wieder der Trick. Na so, 5 Sekunden, jetzt kannst, er muss noch Full Life healen, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Und jetzt normalerweise werden die maximal Platz 3 geworden, höchstens 4. Und jetzt wird der Trick genutzt. War natürlich auch schon absolut krank, so lange zu überleben, ne? So, jetzt hier, erstes Gadget, wie bei mir, ne, ihr habt's gesehen. Zweites Gadget, spät drücken, sehr gut, genau. Und in der Mitte sind noch 2 übrig. Sind jetzt schon Top 2 mit diesem Trick gekommen, was schon absolut krank ist. Jetzt Miku. Jetzt ist Miku zurück. Miku nutzt die Ult spät. Das heißt, er muss es hier low vom Leben gehen. Ulti möglichst spät nutzen. Und an dem Punkt waren vorhin die Bots schon bei uns down. Aber jetzt in dem Fall... Junge, die werden schon so in der Mitte jetzt strugglen. Wir wissen es natürlich nicht. Es ist so krank. Da kommt der Mortis. 16 Cubes. Charlie respawnt nochmal und sie haben die Runde gewonnen. Und sie hätten nochmal 15 Sekunden geschafft, müsst ihr überlegen. Ist das krank. Hier nochmal ein krasseres Beispiel. Top 4. Die Giftfolgen sind auch sehr, sehr weit. Und jetzt werden sie es wirklich perfekt ausnutzen. Also wirklich perfekt alles timen und auch wirklich auf maximale ausreizen, um diese Runde hier noch zu gewinnen. Ich meine, normalerweise hätten sie keine Chance gehabt. Normalerweise hätten sie gar keine Chance gehabt. Okay. Wir haben es wieder gesehen. Erstes Gadget schneller, das zweite Gadget spät wieder gezündet. Okay. So. Jetzt kommt Miku wieder zurück. Und wir sehen, es sind immer noch 4 Teams am Leben. So werden die verlieren. 3 Teams. 3 Teams. Jetzt schon mal Top 3. Cubes können sie auch noch nutzen. Stimmt. Cubes sind eigentlich auch noch eine gute Idee. So, Miku holt nicht zu spät time, natürlich auch wichtig, ne? Würde ich eher empfehlen, einen Ticken früher drauf zu drücken. Weil er sieht sowieso am Ende, hätte er nicht so spät drauf drücken müssen. Also timet es lieber ein bisschen früher. Und jetzt hier, das letzte Mal. Immer noch 3 Teams am Leben, by the way. Jetzt. Immer noch 3 Teams am Leben. Er hat, glaube ich, auch ein weiteres Gadget. Nimmt sich die Cubes wieder. Die Gegner gehen schon auf die Suche. Aber es sind immer noch 3 Teams am Leben. Jetzt versucht der andere Miku sich hier einzumischen. Er ist genau in der Sekunde respawn. War natürlich jetzt auch ein bisschen Luck dabei. Und das ist krank. Und so ist noch der Abstand hier mittendrin. Wahrscheinlich Platz 1, oder? Oder Top 2. Okay, also ganz ehrlich, der Trick ist unglaublich schwer. Ich meine, erstmal muss euer Miku auch die Ulti bekommen, ne? Wie in dem Fall, muss er aggressiver gehen. So, dann hat er jetzt die Ulti, dann muss ich mich ja umbringen. Und die Giftwolken müssen ja auch schon spät drin sein. Das heißt, es sind meistens ja nicht mehr viele Teams am Leben. Und dazu wird natürlich jetzt der andere Miku gefokust, weil ich da tot bin. Und er kann aber erst reinspringen, wenn es noch 5 Sekunden sind. Das heißt, ihr seht es in dem Fall. Man stirbt eben meistens. Man stirbt eben meistens. Ihr habt die Ulti nicht. Und der Trick ist wirklich in sehr wenigen Situationen wirklich nur hilfreich. Ihr habt auch bei Snake gesehen. Es ist aber sehr interessant. Ich hoffe, euch hat es auch deswegen gefallen trotzdem. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr beeindruckender Trick. Viel Erfolg beim Nachmachen. Ich würde es nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Sogar, es ist echt so schwierig. Bis dahin, da ist der Abstand verlinkt. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.